Ben, sag mal, wie siehst du denn aus? Ach, Steve, Leute haben mich gestern noch abgefangen. Sie haben gemeint, es wäre best für mich, wenn ich heute nicht beim Rennen erscheine. Der hat echt Schiss. Der probiert es echt mit allen Mitteln, aber du wirst schon gegen ihn antreten. Was denkst du denn? Ist das Auto fertig? Das Auto ist fertig. Und ich habe jetzt hier noch eine kleine Überraschung für dich im Kofferraum. Sag mir nicht, dass das eine Lachgasanlage ist. Ich habe heute Morgen schon eine Frühschicht eingelegt, nur wenn es knapp werden sollte. Die Anlage wird über den Laptop auf dem Beifahrersitz gesteuert. Ist ja geil, ey. Dann setz dich mal rein und schau, ob alles passt. Das werde ich gleich machen. It's been a long time coming. Es ist dunkel und es weht ein eisiger Wind. Ich hab das Gefühl, dass alle Menschen Geister sind. Ihre Blicke sind so leer, wirken seelenlos. Sie bewegen sich doch wirklich schon im Leben tot. Mir ging's eben so, ich lief durch diese graue Welt. Weißt du, wie das ist, wenn man in diese Trauer fällt? Wenn einem alles egal ist, weil scheinbar alles im Arsch ist und du keinem mehr vertraust. Du weißt, was Verrat ist, ja, du weißt, was es heißt, wenn dein Sein so sinnlos erscheint. Du kannst nicht mehr weinen, dein Herz wirklich Stein. Du bist ganz allein und verstehst die Welt nicht. Meinst, dass du auf dich selbst gestellt bist, Mann, ich kenn die Scheiße, hab es selbst erlebt. Weiß, was es heißt, wenn einen scheinbar keiner mehr versteht. Wenn dein Herz erfriert, dein Verstand erkrankt, aber plötzlich kam jemand an, nahm meine Hand und dann hatte ich auf einmal Frieden. Der ganze Frust schien zu verfliegen und alle Schmerzen meinem Herzen begann auf einmal abzusterben. Ich war zu Tränen gerührt. Sowas hatte ich noch nie gespürt. Der absolute Oberhammer, echt. Du hast wirklich alles rausgeholt, was du rausholen gibt, Mann. So soll es sein. Liegt in der Kurve wie ein Brett. Und die Beschleunigung, die ist wirklich der Oberhammer. So soll es sein. Und mit der Lachgasanlage hast du ein zusätzliches Ass in den Ärmel. Aber übertreib's nicht. Wenn der Motor überhitzt, fällt deine komplette Elektronik aus. Ja, ich muss jetzt noch kurz zu Luca sein Auto zurückbringen. Ich komme dann nachher und hole das Auto ab. Ich bin nachher nicht mehr da, aber du kannst das Auto abholen, kein Problem. Okay, alles klar. Also. Jo, ciao. Bis nachher dann. Ciao. Ah, Ben, ich hab dich schon von Weitem kommen gehört. Ja, ist bei dem Panzer auch keine große Kunst. Ben, was ist mit dir passiert? Ach, kleine Auseinandersetzung. Mit wem? Mit so ein paar Typen. Hat es vielleicht irgendwas mit diesem Rennen zu tun? Woher weißt du davon? Denkst du, ich bin blöd? Wieso fährst du gegen diesen Typen? Du weißt doch, dieser Typ schreckt vor nichts zurück. Wegen diesem Typen ist dein Bruder gestorben. Ja, und genau deswegen muss ich das Rennen gewinnen. Ich habe es selber in der Hand. Weißt du, wie demütigend das für ihn ist, wenn ich das Rennen gewinne? Was soll das? Auge im Auge oder Zahn um Zahn? So steht es doch auch in deiner Bibel drin. Ja, Ben, aber Jesus hat gesagt, man soll seinen Feind vergeben. Und er hat es in der Hand und nicht du. Ja, und warum hat er dann nicht meinen Bruder beschützt, wenn er alles in der Hand hat? Warum hat er bei ihm kein Wunder getan? Warum musste mein Bruder sterben? Mir hat dein Gott noch nie geholfen. Vielleicht dir, aber mir hat er noch nie geholfen. Lass mich einfach mit deinem Gott in Ruhe. Ja, wolltest du schon mal was von unserem Gott wissen? Life comes around. It comes around.
er denn? Der wird schon noch kommen. Du kennst ihn doch mal. Ich hoffe, dass er kommt. Was heißt, ich hoffe? Denkst du, er hat Schiss bekommen? Er war vorher noch bei mir und Steve, seine Leute haben ihn noch abgefangen, um ein bisschen Angst zu machen. Danach ist er zu Luca und ihr wisst ja, wie der drauf ist. Glaubst du, die haben ihn umgestimmt? Ich weiß nicht. Hey, hat wohl gestern was gebracht, ihn nochmal abzufangen? Will ich auch hoffen. Es war nämlich arschkalt. Hey, wenn er nicht kommt, dann habe ich wohl das Rennen gewonnen. Hey, hat wohl Schiss bekommen, euer Michael Schumacher. Du kannst wohl gar nicht abwarten zu verlieren. Gestern Abend hat es geschneit und heute Nacht geregnet. Jetzt ist kein Schnee mehr da. Na, so wie immer. Hey, ich hab gehört, der kommt gar nicht. Der hat wohl Schiss gekriegt, hä? Ach ja, und wer ist das da drüben? Ich hab's doch gesagt, der kommt! Ja, Mann. Oh, das gibt's doch gar nicht. Sorry, dass ihr auf mich warten musstet. Ich musste nur kurz den Luftdruck überprüfen. Sag mal, was ist mit dem Auge los? Ach, nur ein kleiner Unfall. Mach dir keinen Kopf. Um was fahren wir eigentlich? Wir bleiben bei dem alten Wetteinsatz. Sollte ich gewinnen, werdet ihr euch hier nie wieder blicken lassen. Wenn du gewinnst, hauen wir ab. Alles klar, dann steig ein. Steve, mach ihn platt. Jo. Denk an deine Nossanlage. Wenn du es übertreibst, fällt deine Elektronik aus. Okay. Also mach ihn platt.